Heute erzähle ich euch etwas über eine der zu Recht unbeliebtesten Politikerinnen überhaupt, und zwar unsere Drogenbeauftragte Marlene Mortler. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass sich einige darüber empörten, dass Marlene Mortler zur Drogenbeauftragten ernannt worden ist, da sie sich eigentlich vorher gar nicht mit dem Thema Drogen auseinandergesetzt hat und bis jetzt eigentlich nur auf das Thema Landwirtschaft spezialisiert war. Aber ganz so stimmt das eigentlich gar nicht. Im Jahr 2006 setzte sie sich gegen das Rauchverbot in Gaststätten und Hotels ein. Sie war dafür, dass man sich als Gaststättenbetreiber selbst aussuchen darf, ob man das Rauchen verbietet oder nicht. Ihre Begründung war, ich zitiere, wer raucht, hört besser heute als morgen damit auf. Aber muss ich dieses Ziel mit einem Gesetz zu erreichen versuchen, das ein Klima der Angst erzeugt und Menschen gesellschaftlich ausgrenzt, die ein legales Produkt konsumieren? Gesetze, die für ein Klima der Angst sorgen und Menschen gesellschaftlich ausgrenzen. Also genau wie alle Drogengesetze, die es heute gibt. Ist es nicht fucking hypokritisch, sich einerseits für eine Liberalisierung des Zigarettenkonsums auszusprechen, aber dann gegen eine Liberalisierung aller anderen viel unschädlicherer Drogen zu sein? Mehr Freiheit wagen und ich bin ein Mensch, der grundsätzlich auf Freiwilligkeit setzt. Das waren alle Sätze, die sie im Zusammenhang mit der Zigarettensache ausgesprochen hatte. Sie gibt sogar selbst zu, Gelegenheitsraucherin gewesen zu sein. Was übrigens in meinen Augen zu 90% ein Raucher ist, der sich die Sucht nur noch nicht eingesteht. Ich kenne Leute, die circa 5 Zigaretten am Tag geraucht haben und sich noch als Gelegenheitsraucher bezeichnet haben. Außerdem hält sie die Studien, die den großen Schaden des Passivrauchens belegen, für nicht so seriös. Aber Marlene Mortler ist nicht nur ein Liebhaber der Raucher. Also fassen wir zusammen. Sie war selbst Konsumentin von zwei der gefährlichsten Drogen überhaupt. Und das sind auch genau die Drogen, deren Konsumenten sie als einziger toleriert. Wie zum Teufel kann es dann sein, dass man die zur Drogenbeauftragten ernennt? Ich sage euch wieso, weil jeder, der sich nur ein bisschen mit dem Thema Drogen oder Drogenpolitik auskennt, zumindest für eine Legalisierung von Cannabis ist. Aber da das sich der Ansicht der CDU entspricht, müssen sie zwanghafterweise wen auswählen, der keinen Plan von Drogen hat. Ihrer Aussage nach ist sie gut für den Job qualifiziert, weil sie gut mit Menschen klarkommt. Aber nicht mal das tut sie, denn mit mir kommt sie zum Beispiel überhaupt nicht klar. Kommt sie mit euch klar? Abgesehen davon checke ich nicht, wieso diese Qualifikation bei diesem Job gefragt sein sollte. Wird es in Deutschland bald weniger Drogentote geben, weil Marlene Mortler gut mit Menschen klarkommt? Aber schauen wir mal, was diese Frau so geleistet hat, seitdem sie Drogenbeauftragte ist. Wie einige bereits wissen, hat sie es zum Beispiel geschafft, dieses Bild hier auf Twitter zu posten. Hat nur noch gefehlt, dass sie "Jo, heute Abend saufen" dazu schreibt. Schauen wir mal auf ihre Webseite. Hier steht zum Beispiel, 2013 starben 2003 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums. Are you fucking kidding me? Haben die vergessen, die 74.000 Menschen dazu zu zählen, die an Alkohol sterben? Bei ihrem Bericht zur Rauschgiftlage 2013 geht sie kein Stück auf die legalen Drogen ein, als ginge von ihnen keine Gefahr aus. Das ist einfach so krass fahrlässig. Die Tausenden von Alkoholtoten interessieren sie nicht. Nein, sie ist besorgt um die 7 Crystal Meth Konsumenten, da es letztes Jahr nur 5 waren. Es ist total witzig, auf den YouTube-Kanal von Marlene Mortler zu gehen, denn dort haben ihre Videos zu 100% nur Dislikes. Leider hat sie seit einem Jahr kein Video mehr gemacht. Bitte Marlene, mach doch wieder Videos. Sonst kündige ich mein Abo bei dir. Hauptsächlich habe ich dieses Video hier gemacht, dass dieses Video als erster Treffer kommt, wenn man bei YouTube oder Google nach Marlene Mortler sucht. Also teilt dieses Video, damit alle Leute erfahren, was Marlene Mortler für eine hypokritische, inkompetente und schlechte Politikerin ist. Oh, was würde ich dafür geben, dass ich selbst mal mit dieser Frau sprechen darf? Eine Frage noch zum Schluss. Wusstet ihr das alles schon über diese Frau? Ich hoffe, da waren zumindest ein paar neue Sachen für euch dabei. Ja, abonniere diesen Kanal, wenn du dich fürs Thema Drogen interessierst.